Wir machen nämlich unseren Rando weiter, Chat. Wir machen unseren Rando weiter. Alles ist gerandomized. Alle Gegner sind gerandomized. Alle Items, alle Bosse, alle Nebelwände sind gerandomized. Und ich muss alle Waffen und Rüstungen, die ich finde, muss ich benutzen, weil die werden automatisch ausgerüstet und ich kann sie nicht ablegen. Ein sehr schwieriger Run, aber ein sehr spaßiger Run. Und wir haben auf jeden Fall einiges schon geschafft, aber die wichtigsten Dinge fehlen immer noch. Wie zum Beispiel das Item finden, mit dem man sich rumporten kann, damit wir nicht ständig ewig lange Laufwege haben. Ja? Und natürlich noch zwei wichtige Key-Items, um überhaupt zum Endboss zu kommen. Die fehlen uns auch noch. Mal gucken, ob wir heute irgendwas davon finden. So. Ich hoffe. Oh, was habe ich da gemacht? Nein. Ich habe aus Versehen eine Nachricht angepinnt. Ich habe mich irgendwie verklickt. So. Tonight we are young, ja. Irgendwie hast du sie angepinnt. Vom Drachenfort zum Cestus, ja. Wo ist meine Flasche? Boah, apropos Sprudelwasser, Chat. Aus der Glasflasche. Sag mir, gib mir mal irgendwelche Strophen, wo, was Gloria ihm das Gefühl gibt. Also es fing ja wirklich an, was ist los? Boah, du kannst auch, kannst du eigentlich? Das ist so ein Riesenbaby. Das war so spudelig. Boah, das war echt nur mit Absicht, Alter. Sag mir, gib mir mal irgendwelche Strophen, wo, was Gloria das war so sprudelig. Also es fing ja wirklich an, was ist los? Boah, du kannst auch, kannst du eigentlich? Das ist so ein Riesenbaby. Das war so sprudelig. Diese Frau, wie sie einfach komplett überfordert ist. So, dieser Team, kannst du überhaupt irgendwas, ne? Junge, fucking GG, Alter. So, okay. Wohin gehen wir, Chat? Arschloch? Rein. Wohin gehen wir? Kann sich noch jemand an den Plan erinnern, den ich gestern aufgestellt habe? Wo ich gesagt habe, da gehen wir heute hin. Ich weiß es nämlich nicht. Wir haben alle gesagt, wir merken uns nicht. Ja, perfekt. Ich hatte darüber gesprochen, dass wir, es gibt Pläne in einem Run, ja klar. Dass wir in die gemalte Welt gehen. Ich erinnere mich. Ne, wir werden jetzt nicht jeden Gegner fünfmal backstabben. Wir gehen jetzt in den Wald. Weil im Wald kommen wir in die gemalte Welt. Forever young! Dieses Gnome-Outfit sieht so geil aus. Dieser scheiße Gnome von TikTok. Gail gibt's hier nicht. Das ist Dark Souls 1. Hast du schon was mit dem Lavaring gemacht? Ja. Ja, ja, ja. Bin schon damit ein bisschen rumgelaufen. So. Ja, wie komme ich da hin? Wie komme ich in den Wald? Indem ich wieder zum Anfang gehe. Indem ich hierhin wieder gehe.
Und wir haben theoretisch auch schon den Weg gefunden zur Lord Vessel, also zu dem Item, mit dem man sich teleportieren kann. Aber dafür braucht man ja diesen Fahrstuhl, der dich zu Guinevere hochfährt. Aber der Boss muss dafür erst sterben. Das heißt, wir müssen erst den Boss finden, der da in der Arena ist, damit sich dann der Weg öffnet. Damit sich der Fahrstuhl aktiviert. Und dann könnten wir theoretisch die Lord Vessel abholen und dann endlich rumporten. Yeah, 14 Damage. Was hältst du davon? Eins weiß ich schade mit dreimal nicht. Ich kann theoretisch die Waffe auch upgraden. Ganz easy, plus 5. Und dann Abfahrt. Kann ich sogar einen Bonfire machen. Ganz einfach. Und dann macht die vielleicht 18 Damage. Irgendwas haben wir gestern noch gefunden gehabt. Einen großen neuen Weg. Ach, wenn ich schon mal hier bin, ich will mal kurz was testen. Irgendeinen Weg habe ich gestern noch gefunden, wo ich mir dachte... Also es war auf jeden Fall bei der Ziege, beim Ziegendämon. Irgendwas war beim Ziegendämon. Wo es einen großen Weg gab. Aber ich weiß nicht mehr, was da war. Aber da war irgendwas Großes, wo ich mir dachte, boah, kein Bock jetzt drauf. Später. Ich wollte mal kurz testen, was hier für eine Nebelwand war. Was war das hier nochmal? Ich glaube, der Fahrstuhl war nicht da. Bist du sicher? Da unten waren wir auch gestern. Was war hier nochmal? Vielleicht ist das hier kürzer? Zum Wald? Ach, das ist hier Manus Schmanus. Gold Simulator, genau. Ich kann auch von hier aus zum Manus laufen. Nee, ist länger. Ist länger, 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 länger. Das ist meine Meinung zu diesem Weg, den wir laufen müssen. Ich sehe es schon kommen. Eines der letzten Items, die ich finden werde und bekommen werde, wird die Lord Vessel sein. Wir werden 90% des Runs immer laufen müssen. Wurde die Challenge schon erraten? Ja, alle. Ich ändere gleich den Titel. Ja, komme ich jetzt noch lebend an mit der Vergiftung? Habe ich irgendwas zum Gegengift mäßiges hier am Start? Und ich muss dringend wieder auf Toilette eigentlich. Aber jetzt bin ich schon in Dark Souls drin, die Sucht beginnt. Jetzt wird eingestuhlt. Chat, wann habt ihr euch zuletzt mal eingestuhlt? Guter Stream. Freilach. Oh. Im Studium, aber so richtig in einer Runde.
Stark. Windel nicht angehabt. Hat einen 190er Puls bei einem Horror-Game. Da habe ich mich eingestuhlt. Chat, die respawnen ja wieder. Die sind jetzt unendlich hier. Die habe ich gestern besiegt. Woher kenne ich den Song? Ich kann es leider nicht sehen. Ist versteckt. Okay, wenn ich mich hochdingens mache, dann sehe ich es auch nicht besser. Keine Ahnung. Unendlich Doppelmausis. So, wir sind schon mal im Wald. Jetzt lebendig bis zum nächsten Bonfire kommen. Ja, und in der gemalten Welt haben wir dann eine Nebelwand, auf jeden Fall bei den Vögeln. Und eine Nebelwand zum Boss. Dann haben wir halt noch die Nebelwand beim Ziegendämon. Und dann wird es langsam knapp. Mit den Nebelwänden. Glaube ich. Ah, stimmt. Ich wollte heute noch ein Neulondo machen. Weil ich glaube, ich habe den Schlüssel bekommen, um Wasser abzulassen. Wir können heute Neulondo machen. Heute Gummibärchen gegessen, die bei großen Menge abführend wirken. Ich habe überlegt, heute im Bad zu campen. Gummibärchen wirken bei großen Mengen abführend? Ist das so? Ah, stimmt, Katakomben. Ja, okay, doch, wir haben noch recht viel Weg. Ja, Katakomben haben wir natürlich auch. Ich habe auch... Ah, ich weiß was, ich kann mich wieder erinnern, was bei der Ziege war, Chat. Beim Ziegendämon in der Nebelwand war... Tombs of Giant, aber rückwärts. Also von Nito aus. In einem Raum, wo die ganz vielen kleinen Babys rumlaufen. Von dort aus. Das war Ziegendämon. Ich weiß, wieso ich keinen Bock drauf hatte. Tombs of Giant im Randomizer. Das wird eine Katastrophe. Tombs of Giants. Tombs. Hinter mir ist Vogel. Ich renne. Bei zuckerfreien schon, okay. Wo wir hingehen, gibt es von ihr noch mehr. Obwohl, Randomizer. Moment. Scheiß auf die. Hier kommt ja direkt ein Bonfire, wenn ich durch die Nebelwand gehe. Und das sind auch keine Gegner. Boo-doo, boo-doo.
Da sind wir. Du brauchst die Tomb Raider. Ich brauche jetzt auf jeden Fall eine geile Waffe. Mache ich die Waffe auf plus 5? Ich denke schon, ne? Ich will damit eh nicht. Ich will an sich damit nicht so viel kämpfen, aber trotzdem, ne? Die paar Kämpfe, die wir damit ein paar machen, dass die nicht ganz so schlimm sind. So, folgt ihr mir oder nicht? Nein. Ich liebe die Painted World. Ja, ist schwierig. Hat einige Stellen, die echt scheiße sind. Was heißt scheiße sind? Beim Replayen keinen Spaß machen. Was heißt viele? Eigentlich mainly eine Stelle, die immer nervig ist beim Replayen. Und zwar halt der Brunnen. Oh, lol. Oh! Ich meine, wenn man das vielleicht den Brunnen gut kennt und so, dann ist das nicht so schlimm, aber ich kenne mich da nie aus. Muss mich da immer neu orientieren, muss diesen Raum finden. Bleh. Hallo, Boss. Geht ab, Chef. Wird hier ein Faustkampf. Ja, sein Faustschlag ist ein bisschen härter als meiner. Er macht einen doppelten. Jo, ich hab ihn gestaggert. Lol. Ich bin so schlecht. Der hatte eine bessere Rechte. Kneipenprügelei einfach. Schlägerei! Beulerei! Beulerei! Kettenhelm. Ach ja, stimmt, da war ja was. Diese Gegner droppen immer das ganze Set. Ich glaube, da unten war ich auch schon überall. Beulerei! Da ist noch ein Item. Nice. Da war ich doch noch nicht hier. Faustwaffen in Dark Souls 1, so kacke, ne? Okay, das war's mit Faustwaffen in Dark Souls 1 in Kacke. Ich wünschte, ich hätte wieder eine Faustwaffe. Ja, ich kann durchrennen. Ich kann mit dem Speer nicht kämpfen. So. Musst du die eigentlich looten? Ja, schon. Also ich mach schon auch 14 Intelligenz. Ich mach schon daraus auch eine See what you see Challenge. Du weißt schon. Ne? Use what you see, genau. Weil das wäre ja keiner witzlos. Hier oben war ich definitiv. Das wäre ja keiner witzlos. Wenn ich dann eine Waffe droppe, erfinde, die gut ist und dann ab da sage, so, ab jetzt loote ich gar nichts mehr. Das wäre ja irgendwie für die Challenge recht langweilig. Wow, wieso benutze ich zwei Estus? Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich da hinten war, wo sie ist. Ach, komm schon. Was ist das für ein Speer? Vom Mondlicht, Schmetterling. Junge, was ist hier für eine Party? Junge, der Typ da oben geht nicht weg! Ja, für solche Momente, das
das letzte lootbare Item eine Armbrust oder so ist, habe ich ja quasi noch Möglichkeiten, das zu retten, weil wir haben ja noch Shops. Shops, die ich nicht gekauft hatte, weil... Hier. Okay, ich habe wieder ein Schild. Shops, wo halt noch Waffen verkauft werden. Da können wir theoretisch nochmal später zurück und die dort holen. Ne? Weil ich habe nicht alle Shops leer gekauft. Kommt da jetzt eigentlich ein Boss? Guck mal, hier ist ja so ein Zombie-Drache immer, ne? Seltener Opferring oder so. Da haben wir die Armbrust. Ich habe keine Estus, ich bin tot. Haben eine Schlafanimation? Ich bin tot. Die Schlange ist ein Drache oder andersrum. Ja, die Schlange sollte ja ein Dingens sein. Oh, mein Ring ist gebrochen. Sollte ja eigentlich ein Zombie-Drache sein, ne? Ja, jetzt habe ich einen Ring weniger. Ich hatte vorher diesen goldenen Ring, mit dem ich mehr Leben habe und so. Und mehr Ausdauer. Leider nur für eine kurze Zeit. Den Fab-Ring, ja. Wurde genug gefabbt. Habe ich recht. Optimus Prime hat gesagt, es ist nicht gut, wenn ich fappe. So, da unten ist die Nebelwand. Oben ist noch ein Item. Ach, komm schon. Okay, er fällt runter, stark. Ich hoffe nicht, dass er überlebt hat und mir gleich hinterher rennt. Ne, er ist tot. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Chat, ich hab's irgendwie geschafft. Keine Ahnung wie. Der ist ja immer noch hier. Keine Ahnung, wie ich das geschafft habe. Da unten ist ein Item. War da oben ein Item, Chat? Ich bin mir nicht sicher. Müsste, glaube ich, ne? Das wird ja dich einfach nicht ins Nichts führen. Glaub schon, ja, das wäre ja dumm. Ich glaube, da liegt im Vanilla so ein... Okay. Mhm. So ein Covenant-Item, glaube ich, ne? Weiße Scholle, ui. Nice. Ein roter Stein war da. Ah, okay. Ich dachte, so ein Covenant-Item. Kann ich da rüberspringen und skip? Da hinten ist auch noch ein Item. Ja, gehen wir runter zur Nebelwand, ne? Checken wir mal ab. Da unten liegt auch ein Item. Irgendjemand ist da runtergefallen, gestorben. Der lebt ja immer noch. Dieser scheiß Freak. So, was haben wir hier? Goldenes Item, let's go. Brocken. Okay. Die Tür geht nur mit Schlüssel auf, oder? Oder das war die Tür, die nur aufgeht mit dem in unten im Brunnen. Mit dem Drehding. Okay, wo komme ich raus? Stark. Hä? Hä?
Was ist das für eine Randomization hier? Hä? Was ist das denn für eine Kacke? Wow. Boah, wohin gehen wir jetzt? Ich muss an irgendeinen Ort, wo ich viel zu looten habe, damit ich vielleicht eine neue Waffe finde. Die Tür ist jetzt offen, nee. Tipo, da brauche ich ja die Vorrichtung. Nee, ist keine andere Instanz. Kann ich irgendwie in einem coolen Jump oder so irgendwas skippen? Weiß nicht, ob ich hier schon mal war. Aber ich glaube, ich war hier schon mal. Ja, I guess, wir gehen woanders hin, ne? Was passiert hier? Ich spiele Dark Souls. Und du so? Ja, ich bin wieder hier. Ja, das war eine sehr, sehr große Enttäuschung. Das war eine sehr große Enttäuschung. Ja, hier war ich. Wohin gehen wir? Warum bist du aber beim selben Ort rausgekommen? Das weiß ich nicht. Ich würde das auch gerne wissen. Der Randomizer hat da mies geguckt. Also, wir könnten theoretisch zu Priscilla zum Beispiel oder was, oder ja, komme ich ja nicht durch. Ich muss ja auf die andere Seite der Nebelwand. Aber die Nebelwand bringt mich ja nicht auf die andere Seite. Ich muss erst die Brücke finden. Also entweder wir gehen jetzt Schandstadt. Nee, ich mache keine Out-of-Bound-Glitches. Ja, die Schuhe sind schon sick. Also entweder wir gehen jetzt nach Schandstadt, da gibt es sehr viel zu looten. Da könnte ich hoffen, dass ich dort eine Waffe bekomme. Ansonsten... könnten wir halt... Tomb of Giants gehen, aber da mit der Armbrust tot. Wir könnten Neulondo gehen, aber da mit einer Armbrust tot. Wir können Katakomben gehen, aber da unten nur mit Armbrust tot. Ja, ich glaube, wir gehen Schandstadt. Ich glaube, Schandstadt ist das Play. Boah, aber da muss ich jetzt wieder den ganzen Weg laufen. Oh, diese Laufwege! Noch einmal die tolle Nebelwand austesten. Nein. Ich habe sie jetzt zweimal getestet. Die wird beim dritten Mal das gleiche machen.
Wieso seht ihr beim dritten Mal was anderes machen? Ja, ich habe den Charakter einen dicken Arsch und dicke Oberschenkel gemacht. Wo komme ich nochmal hier raus? Vielleicht ist hier kürzer? Zum Firelink Shrine? Maybe? Kirby! Kirby! Also ich bin Schandstadt. Also ich bin in Schandstadt. Aber das bringt mir nichts. Ich will ja vom Firelink Shrine aus. Weil von hier aus komme ich halt nur in die Kanalisation. Und das war's. Nee, in dem Part waren wir schon. Ja, jetzt komme ich drum herum. Ich muss wieder den ganzen Weg laufen. Ich muss den kompletten Weg nochmal neu laufen. Geht nicht anders. Ich nehme hier die 10 Estus mit. Zeit für motivierende Musik dazu. Ich weiß nicht. Habe ich motivierende Musik in meiner Playlist? Gibt es nicht im Void oder wie es hieß, wo man diesen Drachen-Eid findet, wo arsch viele Items waren? Der Drachen-Eid, ja, aber der kann ich nicht hin. Ich habe keine Nebelwand, die mich dahin führt. Ich spiele ja auch mit Nebelwand-Randomizer. Ich habe noch keine Nebelwand gefunden, die mich dahin bringt. Wir hatten irgendwo eine Nebelwand, die mich in das Innere dieses Baums bringt. Wo man ja nach unten geht. Aber ich habe das auch wieder vergessen. Weiß das noch jemand? Hat sich das irgendjemand gemerkt, wie ich in den Baum gekommen bin? War das zufällig Capra Demon? Die Nebelwand zu Capra Demon? War das zufällig die? Bin ich hier safe? Nein. Ich will kurz eine andere Playlist anmachen. Das war. War das, wo Anus war? Manus? Nee, stimmt. Capra Demon war Weg zu Manus, ne? Also zu Bed of Chaos, ne? Er backsteppt mich, die Sau! Boah, wie bin ich denn? Oh Mann, ich hätte mir das aufschreiben sollen, ne? Wenigstens so Sachen, die groß sind, ich aber erst später machen wollte. Wenigstens die hätte ich mir vielleicht aufschreiben müssen, ne? Bum, 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 bum. Hey, Kulus! Kann ich andere Playlists anmachen? Bei mir ist gerade wieder mieser Weltuntergang. Bei mir bestimmt auch. Wahrscheinlich ist meine Küche geflutet, weil Balkon offen. Aber dafür müsste ich aufstehen, ne? Es
kann mich nur daran erinnern, dass du mal bei einem Ort, wo mit Wurzeln warst, wo du runtergerutscht bist. Und da war Manus, der kann. Ja, das ist was anderes. Ja, wenn ich nicht aufstehe und auf Toilette gehe, wird gleich mein Stuhl mit Pisse geflutet. Ich muss die ganze Zeit auf Toilette, aber ich habe keinen Bock aufzustehen. Ich bin jetzt voll im Film drin. Nee, Manus war woanders. Manus war in der Untotenstadt. Unter den Gargoyles. Die muss man dir erst den Rechner wegnehmen, damit du aufstehst. Nein, Mama, ich gehe gleich schon. Das ist gerade 13 Sentinels. Also das Spiel. Und der Song heißt Aegis Rim. 22 Grad. Ich glaube, bei mir sind es immer noch sehr. Jetzt bei mir ist es, glaube ich, immer noch sehr warm. Bei mir sind es immer noch 29. Stimmt, das hieß ja nicht einfach nur 13 Sentinels, ne? Das hat ja noch Aegis Rim als Beinamen. True. Keine Ahnung, wie der Song ist. Ist weg. Auf jeden Fall ein Song aus dem Spiel. Ich habe mir nie in die Hose gepisst als Kind. Meine Blase ist trainiert für lange Gamer-Session. Der OST hat ja nur 83 Songs, ja? Dann hat man einen guten OST, den man sich mal kurz durchhören kann. Auf der Suche nach dem guten Song. Dann findet man noch ganz viele andere gute Songs. Wie sieht's mit dem Bett aus? Nee, wenn, dann pisse ich in meine Pissschublade, ne? Hatte auch trainierte Blase und dann kam ein 14-Tage-Katheter. Sag das doch nicht, Bromi. Ja, jetzt muss ich auf Toilette gehen, Chat. Jetzt hat er mir Angst gemacht.
Junge, der Hammerschlag und der Song. Okay, nee, ist zu offbeat. Gerade war geil. Ich rede gerade sogar darüber, nice. Das ist Toxic Avenger. Make This Right. Vom Fury Soundtrack. Okay, dann laufen wir einmal rüber zum Filing Shrine. Dann fahren wir nach unten. Zur Schandstadt und beten und hoffen, dass ich eine geile Waffe finde. Ja, als ob ich predikten kann, was ihr im Chat schreibt. So gut kenne ich nun mal euch auch nicht. Weil ihr seid aber auch immer jedes Mal voll random. Und quirky. Ich kenne euch nicht. Ihr kennt mich, aber ich kenne euch nicht. Musst du können, du bist der Streamer, nicht wir. Kann ich nicht. Bin schlechter Streamer. Für ihn sind wir nur eine Zahl. Ja, wie cool wäre das, wenn ihr im Chat schreibt, alle anstelle so von so einem Sub-Symbol oder so, so eine kleine Mini-Webcam von euch hättet. Das wäre doch cool, oder? Würde Mittelfinger zeigen. Okay, Arschloch. Was ist dein Problem? Hätte was von Zoom-Meeting. Würde Cam sofort ausmachen und mit einem Pflaster abkleben. Na, was gibt's hier? Eine robuste Lederrüstung. Cool. Wie wär's mal mit einer robusten Waffe? Gab's hier noch irgendwie oben Items? Ich bin nicht sicher, ob es hier noch oben Items gab. Oder erst unten. Ja doch, klar, es gibt ja noch diesen einen kleinen Abschnitt da drin, wo da eine Feuerhüterseele eigentlich normalerweise drin ist. Da hinten. Hinter dem Typ, der mich jetzt hier nicht durchlässt. Perfekt. Dafür brauchen wir eine Waffe. Dann könnte ich da rein. Und da sind wir schon wieder bei 13 Sentinels Aegis Rim. So, regnet es jetzt ein paar Gegner runter? Jo, ciao Escape, gute Nacht. Das ist ein Item. Kleine Scherbe! So, das Ding ist jetzt, benutze ich das Bonfire? Ich glaube schon, Chat. Er glaubt es aber nicht. Also der Weg sah jetzt nach unten nicht so schlimm aus. Der sah eigentlich sehr machbar aus. Mir geht es ja darum, dass ich Angst habe, mich da unten hinzusetzen und dann komme ich nie wieder hoch.
weil, ne, wegen Randomizer, weirde Gegner-Placements und dann komme ich nie wieder hoch. Aber ich glaube, das sah ganz in Ordnung aus. Ich glaube, da kommen wir ganz easy hoch wieder. Wieso willst du auch Japano-Games am PC spielen? Hol dir ein vernünftiges Gerät, wie zum Beispiel eine PlayStation 5. Bist du ein Gaming-Anfänger oder was? Menschen Geld dafür haben. Ja, der hat einen super krassen PC, wo er, keine Ahnung, damit die NASA hacken könnte und Flugzeuge steuern könnte von zu Hause aus. So einen krassen PC hat er. Der kann sich eine PlayStation leisten. Der hat mal aus Versehen für 6 Monate in Tier 3 vorausgesubbt hier. Der Mann ist reich. Ey! Moin. Scheiße, das war ein Treffer. Okay. Fast Toxin bekommen. Und da liegt schon wieder ein Item. Kleine Scherbe! Jetzt ist immer die kleine Scherbe. Oh! So, der scheint recht stark zu sein. Von dem wollen wir uns nicht treffen lassen. Ja. Das Ding ist, werde ich jetzt überhaupt einen Bonfire benutzen können? Yo! Aus dem Pilz kam eine Menschlichkeit raus. Der Pilz ist eigentlich ein Mensch. Okay, geht. Ich hatte Angst gehabt, dass jetzt irgendwie super viele Gegner hinter mir hierher rennen und ich dann mich nicht hinsetzen kann, aber hat geklappt. Stein-Großschwert! Let's go, Junge. 10 Sekunden hier drin, schon direkt eine Banger-Waffe. Okay, ich pariere in Chat. Ich bin so krass. Spaltung! Okay, meine Rolle ist jetzt beschissen. Okay, Input Read. Spaltung! Der Debuff wird dich carryen. Ist er so geil? Ich dachte eigentlich, der macht die Gegner alle so ganz langsam, aber irgendwie ist er ganz normal rumgelaufen. Seit wann kannst du parieren? Hast du gehackt? Ne, kam einfach irgendwie. Über Nacht konnte ich plötzlich parieren. Der slowt nur die Gegner. Okay, weil er war irgendwie nicht geslowt. Irgendwie konnte er trotzdem laufen. So, ja, dann lass uns mal. Die Nebelwand abchecken. Und auf dem Weg ein bisschen was weglooten. Ja, wo kam der Damage denn her? Nur von dem einen Pfeilschuss? The fuck? Oh. So, Double Kill.
Also im Randomizer konnte man auch diese Fliegen randomisen. Ich habe sie aber so gelassen, weil die spawnen ja, glaube ich, unendlich oder so. Und ich dachte, das würde vielleicht einiges kaputt machen. Wenn jetzt hier ein endlicher Spawn von, keine Ahnung, irgendeinem komischen Gegner kommt irgendwie. Dass dann Schandstadt hier irgendwie nicht vernünftig machbar ist oder so. Oder alles laggt und stirbt. Unendlicher Gewinn-Spawn. Nee, Gewinn kann nicht kommen. Ich habe ausgemacht, dass normale Gegner Bosser sein können. Außer halt höchstens irgendwie Capra Demon oder Taurus Demon, die können theoretisch immer noch kommen, ne? Weil das sind ja normale Gegner. Ist nicht der erste Vagrant. Scheiße, da ist noch ein Item hinten. Eieiei! Jo, die waren einfach so komplett schwarz, wenn so Schattenwesen. Herzlose Version von Dark Souls 1 Gegnern. Junge, bitte! Wie weit willst du noch hinterherfahren? Ey, die Muschel läuft ja auch noch! Geiles Gerät. Geiles Gerät! Ich bin tot. Oh. Okay, jetzt bin ich tot. War nicht der Schwertwolf auch in einem Wald als normaler Gegner? Nee, der hat die Hydra ersetzt. Ich spiele gerade wieder die GBA-Version von COM und das ist halt wirklich das beste Kampfsystem in der Reihe. Okay, er übertreibt einfach. Das Beste hat immer noch Kingdom Hearts 2. Komm ich noch lebend? An! Dieses dumme Scheißrad! Das kann doch nicht sein, ey! Wie hast du eigentlich die Celeste-Vinyl bekommen? Wurde mir geschenkt. Keine Ahnung, woher die kommt. Aus welchem Shop? Wie teuer? Keine Ahnung. So. Oh, ich dachte, der ist nicht tot. Jetzt geht er mir nicht mehr auf den Sack. Du hast echte Freunde. Ich hab, ja, so. Ah, das Pizza Tower, der Song. Aloha! Amigo! Como está? Imagine, der Song im Club. Ja, ist okay, der Song. Im Club weiß ich nicht, ob ich den fühlen würde. Aber ich, um ehrlich zu sein, ich weiß generell nicht, welchen Song ich im Club fühlen würde. Boah, ich weiß, was ich im Club fühlen würde, Chat. Vexus! Jesus!
Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Amogus! Danke für Raid, Mann. Was geht ab? Hi. Ich würde im Club richtig fühlen, wenn alle zusammen singen. Leb deinen Traum, denn er wird wahr. Nichts ist wahr. Boah, ist ja voll episch. Da geht's nach unten, Chat. Ja, ich bin Anime-Nerd. Ich bin mit Anime aufgewachsen. Ich bin halt nicht einer von denen, die seit Demon Slayer Anime schauen, ja. Ich bin schon jemand, der seit meiner Kindheit Anime schaut. Bin tot, Chat. Bin tot. Bissl Bootshaus, lebt dein Traum singen. Ist das ein Ding im Bootshaus? Machen die das? So, hast nochmal Glück gehabt. Du darfst leben. Okay, ich möchte nicht mehr spielen. Wer ist heutzutage dein Lieblings-YouTuber? Ich gucke kein YouTube. Ich habe keinen Lieblings-YouTuber, ich gucke nur TikTok. Hast du Lieblings-TikToker? Nein. Meine For You-Page. Ich folge niemanden auf TikTok. Nee, keine Ahnung, ich gucke nicht mehr wirklich aktiv Kanäle. Also es gibt jetzt keinen Kanal, wo ich sage, boah, da gucke ich immer rein. Also keine Ahnung. Meistens gucke ich das, was bei mir auf der Startseite empfohlen wird oder so. Ist immer so phasenweise. Mal habe ich so Phasen, wo ich dann irgendeinen YouTuber mal mehr schaue oder so. Aber momentan habe ich wirklich gar keine YouTube-Phase. Momentan absolut nicht in YouTube drin. Wenn dann halt wirklich irgendwie so random mal irgendwie so auf der Startseite vorgeschlagene Sachen. Oder halt hauptsächlich irgendwie Streams. Auf Twitch halt, ne? Es ist Neon White, ja. Pendulum. Aber ich glaube, so wie ich YouTube konsumiere, ich glaube, das ist auch so, wie YouTube sich entwickelt hat und wie YouTube, glaube ich, will, dass Leute ihre Plattform benutzen. Oder? Weg von so Verfolgen von einzelnen YouTubern. Und einfach nur das fressen, was der Algorithmus gibt. Ach du Scheiße. Ich muss hier jetzt kämpfen? Was? Grüne Scherbe! Ach komm, du auch noch hier. Stimmt, da war ja alles voll mit so Titanit-Wichsern, ne? Wichsern, Digga. Okay, One-Hit. Titanit-kleinen Glitzerflitzern war alles hier voll. Die wurden jetzt alle mit irgendwelchen anderen Pimmeln ersetzt. Der Abo-Tab ist auf der Konsole komplett versteckt.
Eine Abhängigkeit von einem YouTuber ist ja auch irgendwie gefährlich für YouTube-Existenzen. Ja, keine Ahnung. Ich meine, YouTube braucht gute YouTuber, I guess. Sonst guckt keiner ihre Scheiße. Plattform! Aber ja. Ich merke schon alleine an meinen eigenen YouTube-Kanälen, dass einfach niemand abonniert. Kein Arsch abonniert. Leute gucken, aber niemand abonniert. Das ist komplett durch, das Thema. Abonnieren ist einfach kein Ding mehr. Keiner geht auf den Kanal und drückt abonnieren oder so. Das macht einfach niemand mehr. Deshalb ist man auf YouTube umso mehr davon abhängig, damit das halt, wenn du willst, dass es halt gut läuft, bist davon abhängig, öfters Content zu machen, ne? Damit der Algorithmus checkt so, okay, jetzt, keine Ahnung, du guckst gerne Keggy und wenn das nächste Keggy-Video kommt, wird das dir automatisch in deine Startseite reingespült, ne? Und wenn halt dein Keggy ein Video in einem halben Jahr macht, dann ist in diesem halben Jahr halt Keggy aus deinem Algorithmus wieder raus, ne? Verwende YouTube also falsch? Nein, ich würde nicht sagen, dass du es falsch verwendest. Aber vielleicht nicht unbedingt so, wie es vielleicht die meisten anderen benutzen. Du kannst ja im Endeffekt die Plattform immer noch so benutzen, wie du willst, ne? Ist ja dein Ding. Es geht um Keggy-Content? Nein, es ging generell nur um YouTube. Ich habe mich als Beispiel genommen. Warum tut man sich so schwer mit Abonnieren? I don't know, ist es irgendwie... I don't know, keine Ahnung. Ich weiß selbst nicht mal, wieso ich nicht mehr abonniere. Keine Ahnung. Ist es irgendwie... Weiß ich nicht. Ich weiß nicht mal, wieso ich selbst nicht abonniere. Keine Ahnung. Ich hab dich abonniert, Atrax, ja. Ich nutze für so 5 Kanäle die Glocke. Da verfolge ich jedes Video, aber sonst ballere ich Frontpage Recommendations, ja. Ist halt auch so, die Glocke ist auch so eher so das Abonnieren geworden. Weil dann kriegst du eine Benachrichtigung mal an deinem Handy und das ist so quasi das Abonnieren. Aber dieses typische, hey, ich habe irgendwie 100... Echt schon wieder? Ich habe 100 YouTuber abonniert. Heute öffne ich YouTube. Was ist so in meiner Abo-Box drin? So, ne? Das ist irgendwie, das Thema ist irgendwie durch. Also ich denke mal, viele machen das wahrscheinlich immer noch so, ja. Ne? Vor allem so Leute, die schon länger auf YouTube unterwegs sind. Nicht erst irgendwie seit ein paar Jahren. Die machen das wahrscheinlich immer noch so, teilweise. Aber ja. Ich gucke immer zuerst Startseite, aber auch Abo-Seite, damit ich nichts verpasse. Also ich gehe, bevor ich... Das Ding ist, wenn ich irgendwie so eine Phase habe, wenn ich einen YouTuber gerade aktuell irgendwie öfters schaue, gerade irgendwie einen YouTuber, den ich halt irgendwie, ja, gerade so in einer Phase bin, wo ich den aktiv verfolge, dies, das, dann abonniere ich ihn auch nicht, sondern dann ist meine Startseite eh voll mit ihm. Ich starte mein Handy, ich öffne die YouTube-App und bei mir ist eh dann meistens alles voll von ihm. Deshalb, ja, keine Ahnung. Aber Subs helfen. Bestimmt tun sie das, keine Ahnung. Bin mich auch nicht mehr sicher, ob das bei YouTube überhaupt irgendwas bringt. Keine Ahnung. Ob das irgendwas bringt, jemanden zu subscriben. Keine Ahnung.
Vor allem, auch wenn du abonnierst, dann wird das ja kriegst du ja teilweise trotzdem die Videos nicht. Das Ding ist ja, ja, für Abo-Specials. Das Ding ist ja, wie ja YouTube mittlerweile funktioniert, ist ja. Ist ja quasi sozusagen, du machst ein Video, du machst ein neues Video und dein Video wird an einen kleinen Bruchteil von den Leuten rausgeschickt, die dich abonniert haben. Und der Großteil wird in die Recommendations reingeballert, so testweise. Und wenn das halt gut performt, dann schickt YouTube das Video noch weiter, an weitere raus. Deshalb, Abos sind irgendwie gar nicht mehr so relevant, habe ich das Gefühl. Es zählt wirklich bei YouTube, auch wenn du YouTube-Videos machst, zählt auch irgendwie nur noch die erste Stunde. Wenn die erste Stunde von deinem Video gut läuft, dann wird dein Video ein Banger, was Views und Kommentare und Klicks angeht. Wenn dein Video in der ersten Stunde scheiße läuft, dann ist das Video tot. Kannst du eigentlich löschen. Und nochmal neu hochladen, vielleicht mit einem anderen Thumbnail oder so. Das ist Katastrophe. Jetzt mal flott out of context, aber was hast du für ein geiles grünes Oberteil an, du Flexi, du heißer Ficky? Ach, du heißer Ficky. Keine Ahnung, so ein Billig-Shirt. Habe ich eigentlich gekauft zum Tie-Dyen. Ich finde es aber auch echt weird, dass YouTube mehr, mir mit teilweise nicht mehr die Views als Vorschau anzeigt, sondern Likes. Echt? Das habe ich noch nicht mitbekommen. Abos nur notwendig für Gamescom-Akkreditierung, ja. Ja, wenn du eine Gamescom-Akkreditierung bekommen willst, dann versuchst du es eh nicht über YouTube, sondern über TikTok. Klaust dir da ein paar Clips zusammen von irgendwelchen anderen Streamern und YouTubern, sammelst damit deine 10.000 Follower auf TikTok und dann gehst du damit zu Gamescom. Habe ich aber gar keine Ahnung von den Akkreditierungen, also wie viel Follower die von dir erwarten. Ob dann Gamescom sagt so, bei YouTube ab 10.000 Subs darfst du bei uns hin, bei TikTok aber erst ab 50.000 Followern oder so, ne? Ob es da irgendwie so eine verschiedene Regelungen gibt. Ach, komm schon! Ich bin hier nur am Rutschen! Komm schon, ich komme nicht voran. TikTok braucht weniger Follower aus dummen Gründen und trotzdem bekommt jemand mit 100 Abos ein Creator-Ticket und ist ein unangenehmes Stück Scheiße. Wer ist ein unangenehmes Stück Scheiße? Und wieso braucht TikTok weniger Follower? TikTok ist eigentlich doch einfacher, Follower zu bekommen. Scrolle mal durch meine Abo-Box und füge alles neue Interessante zu, später hinzuzusehen. Das schaue ich auch, dass ich aus den Empfehlungen da reinpacke. Gammelt eh nur in später Ansehen. Ja, später Ansehen, da benutze ich auch nicht mehr so viel. Eine Zeit lang habe ich das sehr viel benutzt. Mittlerweile irgendwie auch gar nicht mehr. YouTube braucht dieses Jahr 250.000 und TikTok 200.000. Oh, crazy. Echt, hat Sean schon so viel Abos? So, nochmal. Jetzt aber bitte. Keine komische Rutschscheiße. Komm schon.
Jeder und seine Mutter plus Pizmeat. Wieso plus Pizmeat? Wieso klammerst du Pizmeat aus? Aber krass, ich hatte irgendwie gedacht, Sean ist irgendwie so bei 120k. Aber krass, dass bei ihm so gut läuft. So, wo ist die Katze? Voice Crack? Wo ist diesmal die Katze hin? Weil die Sau weird auf seine Videos reacten. Die nehmen 1:1 das Thumbnail. Ach so, ja. Ja, das machen sie ja bei allen so. Es wird 1:1 das Thumbnail geklaut und dann oben in die Ecke React hingeschrieben. Ja. Das machen die bei allen. Was auch immer richtig weird war, war ja auch irgendwie so eine, teilweise so eine Meta, ich glaube, die ist auch mittlerweile weg, dass YouTuber so ein komplett eigenes, ach du Scheiße, Eisenhelm, so ein komplett eigenes Thumbnail machen, so wie das aussieht, als wäre das so deren eigenes Video, deren eigenes Thema, und dann klickst du drauf und das ist eine Reaction. Sowas wie, keine Ahnung, sind Videospiele nicht mehr gut oder so, und dann sieht das so auf dem Thumbnail so aus, als wäre das so ein Essay. Und dann klickst du drauf und dann ist einfach so ein Reaction-Video zu einem Video, wo es um dieses Thema geht. So Schmutz, ey. It's crazy. Essay von, ja, das ist so weird. Ich weiß halt nicht, ob das was bringt. Also ob das irgendwie mehr Klicks bringt. I don't know. Aber I guess, ne? Deshalb wird es halt wahrscheinlich keiner machen. So, kommt die Nebelwand jetzt da oben bei der Leiter? Wenn nicht, dann habe ich ein Problem. Wenn da jetzt keine Nebelwand ist, dann habe ich ein Problem. Sollte, ne? Ich habe hier noch ein paar Items im Wald rumliegen. Ich weiß nicht, ob ich sie schaffen kann zu looten. Das heißt, ein paar Items. Ein Item, glaube ich, liegt da in der Ecke. Warte, ich nehme mal die Leiter als Schutz. Und stelle mich da hin und lock die Gegner nach oben. Aber ja, Nebelwand ist hier. Nice. Katamari! Okay, die kommen nicht hoch. Geht das nicht, die Watchtime? Ich klicke dann weg nach 3 Sekunden. Ich habe keine Ahnung. Ich bin so in den YouTube-Stats und Zahlen und was gut ist, was schlecht ist, so absolut nicht drin. Ich habe absolut keine Ahnung, wie YouTube funktioniert. Ich weiß nur, dass YouTube einfach mittlerweile komplett random geworden ist. Dieses Schild ist poliert, der lenkt so sehr ab. Wieso lenkt er dich ab? Weil er poliert ist. Wieso lenkt dich die Politur ab? Der war knapp. Ich würde zumindest mehr draufklicken, wenn ich denke, dass es keine Reaction ist. Aber ich meine, wenn du halt irgendwie einen YouTuber hast, der halt nur so einen Content macht, dann wirst du ja wahrscheinlich trotzdem draufklicken. Dann guckst du ihn ja genau deswegen. Dämonenruinen von der Seite. Bruder liest 48% den Chat, redet nicht und sagt dann über das Video, dass es lieblos und ideenlos ist. Und dann macht er Aufstieg- und Fall-Videos. Von wem redest du? Nee.
Ich weiß nicht, ob ich oben die Nebelwand benutzen kann. Ich glaube nicht, ne? Die müsste jetzt golden sein, ne? Zeo, ach so. Boah, bei Zeo bin ich gar nicht drin, keine Ahnung. Ich merke schon, Atrax mag Zeo nicht. Ich habe keine Ahnung von Zeo. Gibt's auch ein Aufstieg und Fall Video von Zeo über mich? Aber ich meine, Zeo hat ja immer so Videos gemacht. Sehr fokussiert, sage ich mal, auf die aktuelle YouTube Deutschland Thematik, ne? Der hat dann ja immer öfters so Videos gemacht zu YouTubern, über YouTuber, ne? Das war ja schon immer so ein Ding. I guess, da passt das ja auch ganz gut rein, ne? Der hat ja auch ein Video mal über mich gemacht, meine ich, ne? Ich glaube, das war Zeo. Ja, genau, How to Be Keggy, genau. Der hat ja diese How to Be Keggy-Reihe. Der hat ja diese How to Be-Reihe gehabt und dann hat er auch eine How to Be Keggy gemacht. Ja, genau. Ah ne, ich bin von der Seite drin. Stimmt, das ist ja nach dem Fire Sage. Fuck, ich dachte, ich bin vor dem Fire... Ja gut, dann haben wir noch eine Nebelwand. Ich weiß nicht, ob noch oben irgendwas Interessantes ist. Scheiße. Fuck. Er hat mich. Er hat mich. Ich bin gekocht. Ich bin gekocht. Ich glaube, da oben ist nur der Fahrstuhl, ne? Und war er so wie du? Boah, ich weiß nicht mehr. Ist ja schon recht alt, das Video. Ich hab's damals gesehen, aber ich habe keine Ahnung mehr, was genau in dem Video passiert ist. Ach komm. Yo, ciao, Toni. Tschüssi. Ja, die Schuhe sind richtig scheiße. Also, sie sehen schick aus, aber die sind halt riesig. Die sind halt riesig. Und schwer, die wiegen halt super viel. Ich schaue all den Scheiß, den so ein YouTuber namens Keggy hochlädt. Sehr nice. Boah. Muss ich mal reinschauen. Klingt cool. Apropos Nostalgia und Nostalgia-Bait, was YouTube angeht. Tube Clash kommt doch wieder zurück, ne? Der verlinkt dich nicht mal in dem Video. Hast du dir gerade das Video angeschaut? Ja. Juckt. Junge, der Song. Ja, irgendjemand hat auf Discord, ich glaube Tyler hat es auf Discord gepostet, dass Tube Clash oder Dark Victory auf Insta gepostet hat, irgendwie von wegen am 28. August oder so, glaube ich. Ich glaube 28. oder 26. kommt irgendein, irgendwie Info, oh mein Gott, kommt Infos zu neue Tube Clash. Ich bin tot, oder? Ich lebe, Chat. Ich habe, glaube ich, nichts, nichts, was Licht macht. Schade. Die feiern das Jubiläum. Ah, okay. Da wird nochmal Merch rausgehauen. Safe, also Joke, kommt Monte und Minderjährige rein. Autsch. Ich weiß nicht, ob heute Tube Clash noch funktionieren würde. I don't know. Weil diese
YouTube Unity ist ja irgendwie mittlerweile mehr oder weniger. Ja, wohl doch, ich glaube schon. Mit dieser Twitch-Bubble. Ich glaube, mit der Twitch-Bubble wird das funktionieren. Ich glaube schon. Aber mit YouTube allein, glaube ich, schwierig. Siegelschlüssel, das brauchen wir für New Londo. Jetzt habe ich wirklich. Ja. Weil damals Tube Clash war ja noch zu der Zeit, wo es irgendwie sowas wie eine Community auf YouTube gab. Es gab ja irgendwie sowas wie eine Community. Das gibt's ja irgendwie nicht mehr wirklich. Das, was es früher vielleicht auf YouTube gab, das gibt's, also auf YouTube Deutschland gab, das ist heute vielleicht noch so auf Twitch zum Teilen. Noch da, aber auf YouTube ist das ja komplett tot. Da gibt's nicht mehr diese eine große Community. Jo, ciao Atrax, viel Spaß. Boah, ich weiß nicht, wie ich hier durchkommen soll zum fucking Bonfire, ey. Man kann sich wohl einen Kinosaal in Köln hinpflanzen und Tube Clash anschauen, Alter. 10 Jahre Jubiläum ist Tube Clash binge-watchen im Kino. So, ist das kürzer hier? Kommt der Steinemann hinter mir her? Bin ich geschützt vom Steinemann? Oh, das ist was anderes. Boah, da ist das Bonfire. Boah, ich habe leider nichts, was mich hell macht. Ich kann ja auch nichts umrüsten, ne? Aber wir haben trotzdem was Wichtiges gefunden, den Siegelschlüssel. Das bringt mich auch ein Stück weiter. Das ist auch sehr wichtig. Ich bin mir auch gerade gar nicht sicher, ob ich auf dem Weg nach unten spawn oder Weg nach oben spawn. Ich glaube, den Weg nach unten, ne? Doch, das ist der Weg nach unten Richtung Nito, ne? Junge, hier ist ja noch einer. Nein, komm schon! Boah, hier ist auch noch so ein DLC-Gegner! Boah, ist ja Katastrophe. Okay, das Bonfire kann ich nicht mitnehmen. Das kann ich nicht mitnehmen. Das Ding ist, in der Dunkelheit kann ich mich auch schlecht orientieren. Ich weiß halt nicht, ob es da noch irgendwo Items gab. Das Gebiet ist an sich cool, aber ja, im Randomizer und ohne die Möglichkeit, Licht zu machen, ist das schon ein bisschen anstrengend. Aber an sich mag ich das Gebiet. Beim ersten Mal spielen war das echt cool. Ey! Ja, ich kann auch woanders hin, aber ich will wenigstens hier schaffen, mal runterzulaufen. Aber das bringt mir auch nichts, Chat. Das bringt mir gar nichts, hier weiterzugehen. Das bringt mir gar nichts. Weil beim Ziegendämon komme ich da unten raus, wo ich gerade hinlaufe, versuche. Und ich glaube, von unten zu kommen, durch die Nebelwand vom Ziegendämon, ist einfacher, als von oben zu kommen. Ja, ich glaube, das machen wir lieber von der anderen Seite. Und wir gehen jetzt lieber zurück wieder zum Feuerbandschrein und dann zu New Londo.
Du hättest noch einen Händler mit einer Schädellaterne. Hatte ich das gehabt? Aber wie gesagt, ich glaube, das brauchen wir nicht. Ich denke, wir brauchen das nicht. Ich kann, glaube ich, lieber von oben kommen. Von unten. Oh mein Gott. Okay, ich mach das gleiche wie er. Nee, das ist ein ich spiele ja mit Nebelwand-Randomizer, da wird der Kainito sein. Und wenn ich da runterlaufe und die Nebelwand benutze, dann lande ich beim Ziegendämon. Relativ am Anfang. Ja, vielleicht in Sands Fortress. Die haben ja alle so wenig Leben. Und machen alle so wenig Damage. Wieso ist das hier so niedrig skaliert? Aber ja, wir gehen jetzt zurück zum zum Feuerbandschrein. Wieder den Weg laufen vom Start. Ich kotze, aber geht nicht anders. Grower Brokey! Boah, ich wollte heute richtig geil tief in die Nacht rein grinden, Chat. Aber ich glaube, das wird heute nicht so lange gehen, ey. Ah, hier war das und das. Okay. Robber! Oh, lol! Man kommt auch so zum Boss, stimmt. Da war ja was. Aber der wurde gar nicht gerandomized. Weird. Zu kommen. Der war Pflicht. Im Main Game. Also der war halt ein Roadblock. Du musstest an ihm vorbeilaufen. Um jetzt zum Skorpion zu kommen. Im Lava-Gebiet shit. Ah, ich habe keine Estus, lol. Fick mich. Nee, der kann optional sein, wenn man... Ja, okay. Der kann optional sein, wenn du was super Secret-mäßiges findest. Und ich habe wieder den geilen Bug. Bug wäre, schau auf meine Lebensleiste. Das ist wohl irgend so ein Randomizer-Bug. Ach so, okay. Ja, ich mag auch nur Bugs, wenn sie mir helfen. Alle anderen Bugs sind doof. So, runterdroppen, Leben verlieren, nochmal heilen. Hoppa! Hab gar nicht so viel verloren. Als ob das noch ein Treffer war. Ja, ich bin tot. Er macht direkt die Explosion.
Er macht direkt die Explosion. Diese miese Ficksau. Ist das der Demon of Hate? Ne, das ist der Demon of Fupa. Look at his Fupa. Ja, wie komme ich jetzt hier hoch, ohne mies aufs Maul zu bekommen? Ich denke mal, ich muss diesen roten... diese rote Echse einfach klatschen, ne, beim Vorbeilaufen. Was ist das für Geräusche hier? Ja, hier. Das ist der Roadblock. Der ist auch One-Hit. Nice. Yo! Der Feuerball. Chat, was machen wir morgen im Stream? Ich habe für morgen nichts geplant. Genauso wie ich heute nichts geplant habe. Was machen wir morgen? Hör auf, Jules. Stich nicht in die Wunde rein. Was für Community-Videos schauen. Willst du, dass ich mir dein Video anschaue, Klo? Hinter ihm laufen. Da muss ich ja nicht hinter ihm. Der macht ja nochmal. Das Sapo Barakakuki! Sechs wäre geil, ja klar. Junge, lass mal das massiv machen. Boah, lol, Stream. Let's go, bisschen climben. Will jemand mit mir Duo queuen? Und nein, ich will kein Fortnite mit Fully spielen. Spiel doch selber mit Fully Fortnite. Ich will dieses dumme Scheißspiel nicht spielen. Nochmal die Explosion. Ach komm schon. Ich hab ihn doch fast. Er macht nochmal die Explosion. Und nochmal die Explosion. Ach komm, leck mir meine saftigen Köln.
Ich weiß gar nicht, was das bringt, ihn zu töten. Okay, gut, er droppt was, ne? Ich weiß nicht, ob ich seine Nebelwand benutzen kann unten. Weil die ist ja eigentlich golden. Also man muss ja erst ein bestimmtes Key-Item finden, damit eigentlich die Nebelwand zu ihm aufgeht. Also willst du, dass wir morgen den ganzen Tag hier im Stream auf Zio reacten? Den ganzen Tag. Das ist der Plan für morgen, Draghi. Neues WoW. Es kam neues WoW, Addon? Nichts mitbekommen. Ne, Beauty and the Nerd machen wir mittwochs, nicht morgen. Dumme Scheißritter. Mach morgen einfach keinen Stream. Ja, du musst ja nicht schauen. Dann machen wir halt. Ach, hier geht's auch runter. Lol, wieso kriegt man hier so viel Damage? Mehr. Nur weil es dort 2 Zentimeter tiefer ist? Okay, crazy. Early Access und Montag normaler Start für Plebs. Ich hab 2024 Leute immer noch WoW spielen. Crazy. Chat, er mobbt mich. Das größte und erfolgreichste MMO. Ich dachte, die spielen alle Classic. Keiner spielt mehr die neue Scheiße von denen. Nur noch Classic. So, jetzt aber. Größere Streamer hypen WoW gerade hoch. Du meinst, größere Streamer wurden für WoW eingekauft bei Blizzard. Damit sie es hypen. Weg, 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 weg. Ja. Jetzt habe ich ein Problem. Er ist an der Wand. Ich kann nicht hinter ihm. Hat noch gepasst. Kaboom! Kaboom! Noch ein Kaboom! Noch ein Kaboom! Noch. Oh.
Diesmal habe ich ihn, Chat. Diesmal habe ich ihn. Diesmal entkommt sein Schwabbelbauch nicht vor mir. So. Junge, diese Stille. Smaug's Hammer? Okay, wir haben zwei neue Nebelwände. Zwei neue Nebelwände. Okay, wir sind in der großen Leere. Können hier zum Drachen laufen. Nice. Aber bringt mir eigentlich nicht so... Okay, da ist nochmal Fire Sage. Bringt mir an sich, glaube ich, nicht so viel. Außer halt ein paar Items. Da ist halt kein Bonfire, keine Nebelwand. Ja, es gibt keine Nebelwände. Deshalb bringt mich das jetzt nicht so viel weiter. Außer da liegt halt ein wichtiges Item. Ich weiß nicht, ob die Hydra ein wichtiges Item droppen könnte. Die jetzt halt natürlich jemand anderes ist. Aber ja. Hol Bonfire. Ja, ja. Ich will nur kurz gucken, was hier ist. Die Katakomben. Da gab's eine Nebelwand? Ach du Scheiße. Da gab's eine Ach, das ist die Scheiße hier. Moment, ist der Sarg dann ein Teleport? Der Sarg zu Nido! Yo, Kari, was geht ab, Mann? Danke für dein Cutie Raid, lol. Dankeschön. Was geht ab? Wie er hier schläft. Stahlhelm. Nice. Mir geht's müde und warm. Kathi! Du Legende! Du hast mir mein Leben so viel schöner gemacht! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Chat! Wir haben das scheiß Item gefunden, mit dem ich mich überall jetzt porten kann. Ich habe das im Randomizer eigentlich so eingestellt, dass das Gefäß trotzdem bei Guinevere ist. Okay, wahrscheinlich habe ich alles durcheinander gemacht bei den Einstellungen. Einige Einstellungen sind weird, obwohl ich sie eigentlich dachte, ich habe sie anders eingestellt. Okay, nice. Nice. Ich kann mich teleportieren. Geil. So, ab in den Sarg. Run vorbei, tot. Oh mein Gott. Ah, ich komme trotzdem hier raus? Aber das ist eine andere Instanz, ne? Da liegt jetzt Priscilla! Junge, wie liegt die denn? Das sieht nicht so, das sieht nicht wirklich gemütlich aus, wie sie da liegt. Sie ist so ich. Okay, crazy, 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 crazy. Wie viel habe ich davon schon? 7 Stück. Ich glaube, man musste 10 geben. Für maximale... Für maximalen Spaß.
Boah, ich habe einen geilen Hammer. Ich habe das Herrschergefäß. Jetzt geht's ab. Nie wieder laufen. Oh mein Gott. Ist das angenehm. Ey, wie lange bin ich schon in dem Run drin? 20 Stunden oder so. Und endlich kann ich mich porten. Boah. So, okay. Dann lass nochmal in die Leere gehen. Da können wir noch ein paar Items sammeln. Bis zum Drachen runterlaufen, seinen Schwanz abschneiden. Ciao. Oh, der hat mich verlangsamt. Der trifft mich von da unten. Ich ihn aber nicht. Und wir sind beim letzten Mal auf 2 gelbe Nebelwände gefunden, also theoretisch mehr Wege. 2? Wieso 2? Ich kann mich an eine erinnern. Also die halt quasi hier unten. Die zum Fire Sage führt. Aber wo war die andere? Ich fahre von der Nachtschicht wieder heim, weil die Baustelle abgesagt wurde. Yippie. Du hast Nachtschicht in der Ausbildung? Nee, in Anolondo war ich nur in dieser einen kleinen Kammer, wo der Fahrstuhl nicht funktioniert. Und einmal oben, unterm Dach, wo ich nicht wirklich irgendwo hingehen konnte. Meine Ausbildung ist vorbei. Oh. Die werden so schnell erwachsen, ne? Die werden so schnell erwachsen. Auf einmal erwachsene Frau, diese Poppy. So, welche Nebelwand war das, die mich in die Leere führt? In das weiße Licht. Jetzt wackelt Todesschwinge das Gebiet ab, wo ich Runenstoff gesammelt habe. Das, was damals im Cataclysm-Trailer war, bei WoW, das passiert im Spiel random als Event. Dass der vorbeifliegt und kurz mal alles niederbrennt. War das nicht das Cutter Pre-Patch Event? Ich dachte halt auch, die haben das alles nur gemacht, um quasi die Welt zu reworken. Dass sie quasi eine neue, die Standardwelt nochmal auffrischen, indem sie sagen, jo, da ist so ein Drache vorbeigeflogen, hat alles niedergebrannt. Und jetzt sieht alles anders aus. So. Aber das klingt jetzt so, als würde er gerade in der Wiese rumlaufen, seinen Stoff sammeln und auf einmal kommen so Todesschwinge vorbeigeflogen. Oh, hier gibt's Musik. Klingt funny. So, nochmal Fire Sage, Leute. Haben wir Bock, ne? Der ist schon hier! So, diesmal mache ich mehr Damage. Ich habe einen dicken Hammer. Aber kann sein, dass er auch jetzt mehr Leben hier hat. Und der macht hier keine Geräusche. Ich bin an seinem Knie hängen geblieben, Lolski.
Okay, one hit. Cooler Kampf, Digga. Cataclysm ist, glaube ich, noch nicht ganz draußen. Zum Beispiel der Raid. Was, wie nicht ganz draußen? Achso, du meinst wahrscheinlich auf dem Classic. Dieses Gebiet ist so mysteriös und geil. Ich liebe es auch. Schon sehr nice. Sehr nice Stimmung. Atmosphäre. War das kein Treffer? Ich mach bei dem echt wenig Damage, Leute. Und dann ist er dieser riesige Feuertyp, ja. Kaboom! Er ist wie muskulös, aber gleichzeitig auch dick, ne? Ist er runtergefallen? Chat, er ist runtergefallen. Haha, er ist runtergefallen! Er ist hinterher. Er ist einfach hinterher. Ja, für ihn ist es genauso slippery wie für mich. Ja, Drag, hättest du das gewusst? Hat das Illusionary Wall auch gesagt, dass das geht? Würde mich jetzt aber ganz schnell bei Illusionary Wall melden. Ja, hat er, verdammt. Aber leider hat er nur eine Menschlichkeit gedroppt. Baldergamaschen, Alter. Kock. Aha. Lügen verbreiten also. Chat! Wie bin ich in die Archive gekommen? Ich hab gesabbert. Könnt ihr euch noch erinnern? Ich war kurz in den Archiven drin, im Gefängnis. Wie bin ich da hingekommen? Fuck. Wie bin ich da hingekommen? Ja, niemand hat sich's aufgeschrieben. Niemand hat auch aufgepasst. Alle spielen nebenbei WoW. Und meine Freundin sagt, sie geht. Ich glaube, das tue nur ich. Ich dachte, das ist gerade voll im Hype. WoW. Alle spielen das. Was ist der Damage? Ich erinnere mich an 144 merken, aber mehr nicht. Hä, doch? Gerade hat doch jemand geschrieben, er farmt gerade Runenstoff und dann kam Todesschwinger. Gibt schon zwei Leute hier, die WoW spielen. Ihr könntet jetzt Perfect Match sein, heiraten.
und dann zusammen WoW spielen. Da, Seneki. Zwölf zum Quadrat. Boah, wie bin ich in den Knast gekommen? War das vielleicht Taurus Dämon Backdoor? Das Hintertürchen. Der Hintereingang. Also nicht der Ausgang. Vom Taurus-Dämon? War das der vielleicht? Boah, Chat, wir müssen am Ende wirklich... Wenn ich Pech habe und mir fehlt dann irgendwas... Wichtiges, das Spiel durchzuspielen, dann muss ich halt wirklich alle Nebelwände nochmal abchecken, ne? Das ist das Leben eines Menschen, der Listen machen hasst. Schwieriges Leben. Aber ich hoffe einfach darauf, dass dieses Szenario nicht eintreten wird. Der ist durchgekommen, Lil. Aber da passt er nicht durch. Hast dich quasi überlistet. Hab ihn. Boah, das klang wie ein Schuss. Wie so ein Shotgun-Schuss. Einfach die Katze abgeknallt. Hier wird scharf geschossen. In the hood. In the hood, in the hood, in the hood. Oder so. Oh. 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 Der ganze Weg nochmal. Der ganze Weg nochmal. Von dem Plepp, hast du gesehen, wie hart der Plepp reingedonnert hat? Der hat mich einfach durchgestaggert. Was hattet ihr eigentlich von dem Buchstaben A? Chat. Habt ihr darauf Bock? Pass auf. Oh, man hört's gar nicht. Das ist so leise.
Dark Souls einfach zu laut. So, jetzt noch mal den Typen. Vielseitiger Buchstabe, Schmerz, A, Wissen, A, Erleichterung, A, Singen, A, Kacken, A. Ich finde, du hast einen Punkt. Und es gibt noch das Dark Souls A. Oh. Das ist das beste A. Acht! Wieso mache ich so wenig Damage bei ihm? Von dem Pleb lässt du dich töten? Junge, ich habe 6 Schaden gerade bei ihm gemacht. Einhändig. Ah, ich kann das einhändig gar nicht benutzen auch. Merke ich gerade. Mein Hammer ist zu groß, Chat. Was mache ich jetzt? Jetzt passe ich doch durch, okay. Das ist ein Mondlicht-Handschuhe. 2 Handschuhe gleichzeitig bekommen, nice. Wurden direkt überschrieben. Welche habe ich jetzt bekommen? Die hübschen. Moment, Chat. Nee, okay, doch nicht. Ich dachte, er hat beide Handschuhe gleichzeitig angezogen. So, ich muss irgendwie am Eber vorbeikommen, an der Sau. Ich muss irgendwie an der Sau vorbeikommen, ohne dass sie mich one-hittet. Er ist eine Extra-Mod, Sally. Ich wusste gar nicht, dass der einen coolen Angriff hat. Bleib da, bleib da. Die Sau bleibt da. Okay, nice. Ich dachte, die Sau rennt gleich wieder hinter mir her. Das ist die Arschbombe, bevor es Elden Ring noch gab. Also fast. Nur, dass halt nicht auf seinem Arsch landet. Das sieht aber auch so richtig nach einem mies ineffektiven Angriff aus, oder? Das sieht irgendwie richtig ineffektiv aus. Es sieht nicht so aus, als würde man damit irgendwie mehr Schwung oder so bekommen oder mehr Kraft. Das sagst du nicht mehr, wenn du unterm Hammer liegst. Also ich glaube, da ist so ein Bonk schon schmerzhafter. Wie sieht's aus? Tailcut mit Hammerchat? Geht das? Kannst mit deiner Faust Teil cutten. Ja gut, aber dann zerreißt man die mit der bloßen Hand. Geht nicht kaputt. Hey Welthelm! Hey Welthelm! Hey, Welthelm! Nice. Okay, neue Handschuhe. Gibt er mir jetzt nicht bei 10 was, Chef?
habe noch zwei. 12 Stück und er gibt mir gar nichts? Arschloch. So. Jetzt machen wir was ganz Verrücktes, Chat. Haltet euch fest. Und zwar... Teleportieren. Warte, ja, worauf soll ich warten? Ich muss mich noch festhalten, okay, zu spät. Crazy. Alles nur, weil Kathi geradet hat, ne? Krass. Wie sieht's aus mit Hammer-Upgrade? Das kostet 5000 Seelen. 5000 Seelen. Wir gehen jetzt damit einen Gott töten, Chat. Ich mach die auf plus 5 und wir gehen damit einen Gott töten. Ach komm schon. 2000 nur. Das Ding wird gleich so reinballern. Junge, maximale Stufe. Und dann auch noch mit 40 Stärke. Junge, Silvester, wie es noch nie vorher gab. Wir gehen nämlich gegen Ornstein kämpfen. Der lernt mal den Hammer von seinem Bruder auf eine andere Art und Weise kennen. Die haben vorher mal nur so ein bisschen Sparring gemacht. Ne? Bisschen auf Spaß so an und ein bisschen auf Training so angelehnt. Ne? Aber jetzt zeige ich ihm, was der Hammer wirklich kann. Wenn den jemand führt, der halt auch mal einen richtigen Hammer führen kann. Und nicht so einen Smaug mit seiner lustigen Rüstung. In 2 Minuten haben wir eine andere Waffe. Nee, nee. Da auf dem Weg gibt's keine Waffen. Weil ich habe schon alles weggelootet. Boom, 632. Da gab's einen Gegner gerade. Ich habe nichts gesehen. Habt ihr einen Gegner gesehen? Also ich nicht. Er blockt? Das darf der gar nicht. Wieso ist hinter mir ein Gegner? Wieso ist hinter mir ein Gegner? Das zählt nicht. Das zählt nicht. Deine Rüstung ist noch viel lustiger. Wo kam der Feuer? Ah, ich weiß, wo der Feuertyp herkam. Von hinten. Wieso ist eigentlich meine Magie verbessert? Was trage ich denn gerade? Der Ring? Verstärkt Wunder. Der hier. Ne? Ah, okay. Wie sieht denn hinter dir an? Lol.
Junge, ich will doch nur die scheiß Leiter da hoch. Treppe. Leiter. Gedöns. So, den hier weg. Wo ist der hin? Ah, der respawnt nicht. Oh, jetzt kommen die ganzen Gegner runtergedroppt, weil der Tentakelboy tot ist. Der Tentakelboy respawnt ja nicht. Jetzt ist vielleicht der Weg hier ein bisschen angenehmer. Okay, der Weg ist nicht angenehm. Der Weg ist nicht angenehm. Wieso geht denn die eine Hälfte hier runter? Wieso springen die denn nicht alle runter? Okay, nochmal. Diesmal töte ich erst alle, die runterfallen. Bisschen Musik? So, kommt alle runter. Traut euch. Kommt zu mir. Jetzt kommt ja wirklich alle. Lol, jetzt sollte der Weg hier frei sein. Wände. Wieso gibt's hier Wände? Ich bin vergiftet. Ich habe kein Gegengift. Okay, hier sind... Okay, ich wurde gebackstabbt, gefickt. Lass mich doch einfach nach oben. Jo, gute Nacht, Yami. Jetzt geht Yami, weißt du? Hätte ich jetzt geil, wäre ich geil nach oben durchgelaufen, dann wäre da Bosskampf gewesen, hätte Yami gesagt, boah, jetzt kann ich nicht abschalten, jetzt kommt ein spannender Bosskampf. Jetzt kann ich nicht einfach schlafen gehen. Und jetzt denkt sich Yami, ja, der Junge rennt eh die ganze Zeit nur hoch und stirbt, dann kann ich auch schlafen gehen. Ich bin schlechter Streamer, schlechter Gamer. Schlechter Mensch. Jetzt geht wieder die Hälfte die zur Treppe. Als ob der dodged. Also nicht dodged, aber... Yeah! Er macht einfach Stich. Jetzt pack doch dein dummes Schild weg. Hoppa! Schade. Boah, ich dachte kurz, ich habe jetzt irgend so ein kleines Pimmelmesser bekommen. Vielleicht sollte ich lieber von hier kommen? Vom Feuerband schreien? Vielleicht ist das... Dann werden die nicht so krass getriggert. Ich glaube ja, ne? Ich glaube, das wäre smarter. Ah! Oh! Ratte, Ratte, Ratte. Ach, der Typ auch noch. Die Wände sind überall. So.
Ich bin offiziell gebrochen. Ja, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin, Chat? Tut so weh, ne? Ich habe Schmerzen an meinem ganzen Körper. Wohin gehen wir, Leute? Junge, ich hatte so einen geilen Hammer gehabt. Okay, merken wir uns. Die kleinen Diebe darf ich nicht töten. Die können Armbrüste droppen. Ich darf die nicht töten. Natürlich gehst du wegen der Armbrust. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll, Chat. I guess wieder Schandstadt runter. Da gab's noch viel zu looten. Ey, der Hammer war perfekt, ne? Der Hammer war so gut. Das war so geil. Ich hätte mit den Typen so weggeschallert da oben, ne? Boah, theoretisch könnte ich ja mit etwas Glück einen Gegner finden, der dann auch immer irgendeine richtig krasse Waffe droppt, ne? Irgend so Drachenzahn jedes Mal. Den Zweihänder oder so. Black Knight Waffen. Boah, das tut echt weh, ne? Krass tut das weh. Am Montag um 7 Uhr morgens den geilsten Arzttermin jemals darf um 3 Uhr dafür aufstehen. Wieso muss der für 3 Uhr aufstehen? Ist das so weit weg oder was? Beim Händler in der Nähe vom Eisengolem hat er das Drachengroßschwert noch. Nee, das will ich nicht. Das sind die letzten Optionen, die ich mir offen lasse. Ich muss was zu mir nehmen für einen Termin. Ah. Ja, Schandstadt halt in die Schandstadt in die andere Richtung. Gab's halt super viel Kram noch. An Items, da finde ich vielleicht. Und wir können auf der anderen Seite Schandstadt hochlaufen.
zur Nebelwand. Und da mit der Hoffnung dort irgendwas finden. Boah, das hat mich echt gebrochen, Chat. Der Hammer war wirklich so ein Lucky Drop, ne? Krass. Aber Vorbar. Jetzt schön vom Bonfire nochmal sterben. Hier ist kleine Scherbe-Farm. Immer wenn ich hier runterfahre, liegt hier eine kleine Scherbe. Unlimited kleine Scherbe. Eine Scherbe! Fast gestorben. Wieso wird er nicht resettet? Excuse me? Mach mal Raucherhusten. Ich habe meine Stimme so komisch krächzend hoch gemacht. Das tat irgendwie weh im Hals. Imagine rauchen. Kleine Scherbe nennen mich alle meine Homies. Das ist ja cute. Meine Homies nennen mich immer... Du elendiger Versager, wieso hast du den Hammer nicht behalten und damit Ornstein getötet? Das ist ein sehr langer Spitzname, aber ja. Das ist der Name, den ich trage. Ich habe Abfall bekommen. Wir können Abfall traden. Schöner Name. Ja, wenn man darüber nachdenkt, ist das eigentlich ein schöner Name, ja. Also meine Homies nennen mich Draghi. Schwul. Bro! Ach man. Das war nicht homophobisch, das war lustig, weil Draghi schwul ist. Alles gut? Ich sab nicht mehr. Ich hab ihn nicht geoutet. Draghi trägt ganz stolz auf seiner Stirn ein Tattoo. Da steht gay. Stark geht hart. Ach, ich dusche wieder mit seinem Toxic Shit. Ich kriege Toxin. Lauf, 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 auf. Da ist noch ein Vanguard. Überall Vanguard. Zauberei Chamäleon. Heilige Hose. Oder billige Hose.
Die große Leere. So, in der großen Leere haben wir einiges noch zu looten. Kann man jemanden im Keggy-Chat überhaupt outen? Sind die nicht alle gay? Ja, das ist es halt. Das hier... Twitch Deutschland Furrygate-Treff. So, da hinten item. Wie komme ich zu dem oberen? Da ist das untere. Geiler Hammer. Schade. Vor allem, ich habe den fucking Dämon-Titanit auch noch verbraucht, ne? Für den Hammer vorhin. 5 Stück. Nur um 5 Minuten später ihn wieder zu verlieren, ey. Leute, ich kann nicht kämpfen. Ich habe eine scheiß Armbrust. Ich bitte euch. Er hat mich gegrabt. Er frisst mich. Und dann wirft er mich runter. Lol. Was macht der kleine Fratz hier? Ich mache gar keinen Damage bei ihm. Vielleicht bringe ich ihn dazu, runterzufallen. Ne. Setsch. Nein! Oh! Was bin ich? Tierquäler, homophob, was bin ich noch, hä? Mann, heutzutage darf man noch gar nichts mehr sagen. Da ist noch einer. Noch ein Glitzerfritzer. Ein Opfer. Autsch. Eiskalt erwischt. Давай, прыгай, Антон, быстрее! Ein Loch, wo der Glitzerflitzer reinrennt, ne? Sieht spaßig aus. Ja, Dark Souls hat auch seine Jump-Run-Passagen. Das hier. Dark Souls Jump-Run. Lieblings-Jump-Run. Wahoo und so, genau. Baho. Baho. Ba. Ba. Baho. Oh, ich muss von da, okay. Pew. Beste Mario Sound in Sunshine. Peak Mario. Rohrbar. Und dann hier ins Loch. Arikats Rapier. Alter, kann ich nicht benutzen. Nice. Nächste Waffe, die ich nicht benutzen kann. Aber wieso nicht? Die braucht 20 Beweglichkeit. Crazy. Ich dachte, mit 18 Beweglichkeit habe ich so mainly alles abgedeckt, aber okay. Könnte mir auch die 2 Level. Woo, woo. Okay, die Kamera fällt einfach noch weiter.
vermisse die Zeit, in der Vampire Survivors mich nicht tot gelangweilt hat. Ich hätte vor kurzem überlegt, die Konsolenversion zu holen. Und ein bisschen Brain rein zu rotten. Halt wirklich so eine richtig geile Schwimmbadrutsche gerade einfach. Elfenbein-Talisman. Hm. Der rollt doch nicht weiter. Zaki? Zaki. So, und dann hier. Safe werde ich irgendwas hier liegen lassen, aber hey. Gerades Kristallschwert. Okay, die kann ich benutzen. Kristallwaffen waren eigentlich auch recht strong, ne? Strong. Ich glaube, graue Brocken brauchte man, um die abzugraden. Strong. Eine Quality Waffe. Oh nein, da ist noch ein Item. Damage ist geht voll klar. Dafür, dass er so ein Steingegner ist, der ein bisschen mehr aushält. Er schießt, verdammt. Er macht seinen Signature Move. Das ist ein Videospiel-Soundtrack. Nein. Nein. Und zwar heißt der Song Kraken aus Ace of Seafood. Oder andersrum, keine Ahnung. So, machen wir was mit der Waffe? Oder gehe ich hier weiter looten? Wir können theoretisch die Käfer hier wegmachen, alle. Mit der Waffe. Die haben auch alle Loot. Ich weiß halt nicht, was das Beste wäre zum Progressen. Was am smartesten wäre. Ganz runterlaufen bringt mir nichts, weil da war eine Nebelwand, durch die ich schon von der anderen Seite gekommen bin. Wird mir also nicht so viel bringen. Also da war ein Käfer. Den Fisch mit Laserwaffen spielt. Sagt mir gar nichts. Der Schatten über mir, Junge. So, da hinten. Ich glaube, da komme ich nicht mehr hin. Jedenfalls nicht von hier, aber ich kann ja wieder hoch. Es laggt? Frame Drops? Laut OBS ist bei mir alles in Ordnung. Keine Ahnung, ob Twitch reinscheißt. Ach, Schaden ist geil. Boah, die Rutsche. Ja, ich bin tot, glaube ich. Ich komme hier nicht mehr weg. Die Cam? Ist normal? Okay.
Keine Ahnung, was los ist. Vielleicht ist mein PC einfach wirklich am Sterben. Aber keine Sorge, ich ziehe ja bald um. Und dann nehme ich mir Yasus PC. Game sieht nach 30 Frames aus. Die ganze Zeit oder jetzt nur hier? PC-Einstellungen. Jetzt vielleicht jetzt besser? Das ist jetzt vielleicht besser für meinen PC? Boah, Chat, ich bin schwindelig. Ist es jetzt smooth? Oder immer noch 30 Frames? Smooth ist es, okay, nice. Robert! Drachenstein? Ja, wir können theoretisch. Huch. Wo ist das Game? So. Ich habe zwar für dieses Layout keine riesigen Titten, die ich in die Kamera halten kann, aber ja. Nee, Mike ist nicht muted. Lol, verarsch mich nicht. Wie komme ich jetzt zu diesem dummen Item da hinten? Was war das denn? Alles nur für dieses dumme Item jetzt. Wir haben top Mustache. Ja, mein Mustache ist leider nicht so top. Das überlebe ich nicht, ne? Junge, einfach Rätsel.
Wie zum Fick kommt man da hin? Ha! So nicht. Mir wird wirklich ein bisschen schwindelig irgendwie bei der Auflösung. Da war ein Item. Cool. Hund! Weil das Ding ist, bei mir ist ja die Auflösung immer noch riesig, aber komplett hochgestretched. Und sieht ein bisschen cursed aus. Und halt so ein bisschen verschwommen. Es fühlt sich so an, als bräuchte ich eine Brille. So habe ich jahrelang gespielt wegen Trash-PC. Und jetzt bist du einfach epischer PC-Master-Racer. Nichts unter 250 Frames. Klauen! Ja. Das war's mit cooler Waffe, Chat. Ja, ich denke mal, ich muss nicht noch weiter runterlaufen. Wobei, da gab es noch zwei Items, ne? Wirklich flüssig wird es erst ab 360 FPS. Darunter alles laggy, ne? Boah, wäre eigentlich jetzt geil, noch den Stream auf niedrige Qualität zu stellen, ne? Das wäre geil. Kann man mit OBS in... Mit was für einer Auflösung kann ich in OBS streamen? Ich kann es nicht nachschauen, weil ich gerade streame. Ich kann es mir nicht anschauen. Scheiße. Ja, ihr macht das in eurem Browser, macht ihr auf 100. Aber imagine, ich streame auch in 160p. Das wäre doch geil, oder? Nee, mit Filter sieht das ja nicht authentisch aus. Bei Filter wirst du erkennen, dass es ein Filter ist. Hör doch auf zu rutschen! Seht ihr, Chat, aber wenn ich einen guten PC hätte, ne? Ich hab keinen Bock mehr, hier weiter runter zu laufen. Hätte ich einen guten PC, ne? Dann hätten wir jetzt nicht solchen Quality-Streams wie das hier. Es ist doch auch ganz gut, mal einen schlechten PC zu haben. Ja, es ist halt, wenn du wenig hast, dann lernst du halt damit umzugehen und das öffnet halt dann Wege für kreativere Dinge, als wenn du halt alles easy hast. Gemma hat mit einem beschissenen PC gestreamt? Das ist es, glaube ich, oder? Ist es das?
Ich habe einfach keine Energie mehr, darunter zu gehen. Wenn ich jetzt hier rausgehe, kann ich wieder normale Auflösung machen, ne? Als ob mein PC nicht vernünftig Dark Souls hinbekommt! Ich kote mich ein. Ja, wer bist du denn, du Feini? Ich hab die Kunst des Entfachens bekommen. LOL. Einfach random hier. Ich kann jetzt mit 20 Estus machen. Einfach random hier in einem Loch. Wichtiges Item. Da waren 13 Humanities? Humanity? Dann probiere ich mal hochzukommen. Diese Krallen sind so Arsch. Ja, alle Faustwaffen in Dark Souls 1 sind leider echt nicht so geil, ne? Junge, wie viele von diesen Toxic Boys da stehen. Und die haben mich erwischt, scheiße. Kommt man überhaupt von unten hoch, Chat? Ja, hier hoch, auf der Seite. Ich geh mal zurück. Doppelköpfigen Echsen sind so cute irgendwie, oder? Wir sind doch ein Skelly geworden? Skip! Skip! Boah, jetzt spontan Hotline Miami Run? Spontan No-Dev. Wenn ich No-Dev schaffe, dann muss ich... Ah, oh, wieder hat er mich erwischt. Wenn ich No-Dev schaffe, muss ich meinen Schnauzer wieder abrasieren. Wibber, meine super zuckersüße Rübe, was geht ab? Ey, diese Toxic Boys, ne? Wie viele gibt's davon, bitte sehr? Alter, Blutung! Okay, beste Waffe im Spiel.
Normales zurück. Charged einfach durch. Chat, kommt man hier überhaupt hoch von der Seite? Kann man hier hochkommen? Ich weiß nicht, ob ich jemals hier hochgelaufen bin auf der Seite. Jemals versucht habe. Weil da oben ist ja auch noch ein... eine Nebelwand. Okay, hier scheint es weiter hoch zu gehen, I guess. Finden wir es heraus! Oh! Ich habe gerade 666 Seelen. Gleich kommt Satan. Was ist das hier für ein Loch? Wieso ist da kein Item? Geh doch jetzt! Hä? Wofür ist das hier? Hier ist kein Item, kein Gegner. Einfach nur zum Runterschauen, I guess. Honkai Star Rail? Schöne Aussicht. Ja, du musst dir vorstellen, du kommst ja von oben. Und dann kannst du so unterwegs dann kurz runterschauen. Ah, da kann man noch. Da kann man noch runter. So tief. Geht's noch. Bald habe ich es geschafft. Das Monster Hunter World, oh. Da ankommen kann gerade wie Honkai. Fake Fan. Okay, das ist diese andere Seite von den Tomb of Giants. Ist keine Erlaubnis mehr, Wilds zu spielen. Ich sag's dir, Honkai Star Rail hat sich inspirieren lassen von Monster Hunter World. Der Anfang klingt halt original wie Honkai Star Rail. Wieso haben die Insektengläfer ruiniert? Ich muss mir noch ein paar Sachen zu den Streams anschauen. Die haben jetzt vor kurzem ja das gestreamt, so ein bisschen länger, irgendwie 2 Stunden lang oder so, ne? Mit Rocket Beans oder so. Mit Moderatoren. Die haben sich inspirieren lassen von Geld. Das ist eine starke Inspiration. Wächtergemaschen! Okay. Dominanz. Ich sehe gar nichts. Gar nichts sehen tue ich. Du kannst nicht mehr dreimal in der Luft angreifen und vom Monster abspringen. Und was macht man jetzt mit der Gläfe? Auf dem Boden stehen und draufschlagen, oder was? Auf dem Boden breakdancen, okay. Stark. Coole Schuhe! Irgendwas ist sehr Großes, Gefährliches hinter mir.
was für Gift. Die Digimänner. Boah, tut das auch in den Augen weh. Sich zu anstrengen zu müssen. Wo ist eigentlich Patches, die miese Ratte? Wieso ist er nicht hier? Muss man ihn irgendwo erst vorher anders getroffen haben, damit er hier ist? Nee, ne? Ich glaube, von hier aus komme ich gar nicht mehr weiter hoch. Kann das sein? Nee, obwohl doch, hier kommt man zu dem Grab. Da war ja, glaube ich, eine weiße Scholle. Und ich glaube, wenn man hier oben bei dem Grab ist, geht es dann weiter hoch. Wenn ich mich nicht täusche. War hier, glaube ich, die weiße Scholle. Oder irgendwie eine Glut oder so. Irgendwas Upgrade-mäßiges, Wichtiges. Vergiftung. Vergiftung. Pilz! Wow, der hat mich so weggeboxt, ne? Wächter, ach komm schon! Wächter, mein Arsch! Ja, ich muss da hoch. Da gibt's noch was an Items. Nee, Corridors of Time ist noch zu früh. Der ist viel zu früh. Wir haben erst 12:30. Corridors of Time ist so eine 2:30, 3 Uhr Ding. Boah, ich muss gleich noch kochen. Da unten ist auf jeden Fall eine Party. Ich bin irgendwie auf seinem Kopf. Hier ist eine Katze. Bitte, bitte, lass mich doch mal kurz looten. Jetzt noch? Ja, ich... Muss ja irgendwas essen, ne? Ich habe nichts vorbereitet vom Stream. Für nach dem Stream, also ja. Muss gleich wohl gucken. Was gamet ihr gerade, Chat? So nebenbei, neben dem Stream. Oder seid ihr voll auf fokussiert, 100% auf den Stream? Warframe. Männergame. Conscript. So, bevor der Pilz mich angreift. Oh, hab ich geboxt. Isaac. Nafistitim. Geiles Game. Dark Souls 3 Convergence, Alter. Ich hab einen nicen Drip. Nein, geh doch hoch, geh doch hoch. Bitte. Nein!
Hearthstone Battlegrounds. Meinen Bonsai geschnitten, Junge. Hast meine volle Aufmerksamkeit. Das erwarte ich auch von dir. Ich spiele Dark Souls 1. Just Cause 3, Digga. Ich habe Just Cause 2 gespielt. Damals. Das war eine wilde Shitshow. Ein Moment kurz. Nur ein Moment. So kurz ein Moment. Okay. Hat sich nicht gelohnt, sich durchzusterben? Azur Lane. Ich habe, glaube ich, in Just Cause 2 keine einzige Mission gemacht. Keine einzige Mission in diesem Spiel gemacht. Aber irgendwie 10 Stunden gespielt. Nur dumm rumgelaufen und irgendwie mit dem Grappling Hook irgendeine Scheiße gemacht. Keine Ahnung von der Story, keine Ahnung von der Mission. Ich sehe gar nichts, das ist komplett schwarz. Junge, bitte! Ja, ich habe wieder eine mittlere Rolle, es ist nicht mehr ganz so schlimm mit der Fat Roll, aber meine Waffe ist leider halt nicht so stark. Ich meine, ich könnte sie plus 5 machen, da mache ich 5 Damage mehr. Ich versuche mal durchzurennen. Ich habe halt Angst, dass der mich die ganze Zeit anschießt, genau das, und mich da jetzt tötet. Ja, ich schaff das nicht. Ich muss ihn töten. Ja, geht nicht anders. Boah. Ey, wir haben heute echt wichtige Items gefunden, ne? Aber was Bosse angeht oder so. Oder Progression. Boah, ist so traurig. Ich bin nur am Sterben. Und für 5 Minuten die geilste Waffe überhaupt gehabt, ey. Wenn du die Waffe upgradest, findest du gleich eine neue, ja. Deshalb, die ist nicht so stark. Das ist nicht so stark. Die ist schon ziemlich schwach, dass wenn ich sie upgraden würde, ich dann auch nicht wirklich viel mehr Damage machen würde. Wenn ich sie halt auf 15 machen würde, also vielleicht schon, aber halt, ich kann ja nicht. Ich habe ja immer noch keine große Glut, by the way, gefunden. Ich kann meine Waffen immer noch nicht auf höher als plus 5 machen. Wie lange machen wir noch? Fragt mein Freund. Boah, ich weiß nicht. Nicht mehr so lange. Ich denke nicht mehr so lange. Ich habe mies Hunger, muss noch kochen. Oh, Nodachi. Boah, Chat, ich habe 2 Waffen gleichzeitig gelootet. Und die andere war diese Goldstrahlwaffe. Boah, die wäre so geil gewesen, ne?
Ja, die ist ultra stark. Ich weiß nicht, ob die beste Waffe ist, aber es ist eine sehr, sehr starke Waffe. Ich hätte damit einiges reißen können. Wie zum Beispiel den Boss, der jetzt kommt. Eliminator, dankeschön. So, ich habe keine Heilungen mehr. Ich pack mal noch Menschlichkeit mit rein. Wenn es knapp wird, heile ich mich noch mit Menschlichkeit. Sorry! Schere für die Möbel, sorry! Wer könnte das sein? Von den Texturen her? Wer ist das? Ein Gargoyle? Ist das ein Taurus-Dämon? Noch ein Gargoyle. Hellcut? Nein, ist einfach Feuerrad. So, Pinwheel heißt ja im Deutschen einfach Feuerrad. Was für fucking Feuerrad. Pokémon-Attacke oder so. Ey. Menschlichkeit. So. Das heißt, ich komme dann gar nicht ganz nach oben, oder? Nee, Moment, doch hier lang, ne? Nee. Doch? Nee, doch, doch, nee, doch, 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 doch. Nee, doch, nee, nee, nee. Doch, hier lang? Nee, doch. Doch, 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 okay. Nee? Scheiße, Ring des Unheils. Ist das der Ring, den ich denke, dass es ist? Er hält doppelt den Schaden. Wow, 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 wow. Er hält doppelt den Schaden. Nee, ich darf den nicht ablegen. Ich muss jetzt hoffen, dass ich bald... Ich muss zwei Ringe bekommen. Wenn ich... Ich muss zwei Ringe gedroppt bekommen. Nee, ich war nicht in der Nebelwand. Ich wollte mich kurz umschauen. Weil ein Ring wird den Sonnenmondring weg equippen. Oh, Kalamet. Und der nächste Ring wird erst dann diesen Ring abentwickeln. Ist das nur ein Event? Weil hier dürfte doch gar nicht Kalamet sein. Ist ein Event, okay. Ich habe Kalamet schon woanders getötet. Ist das mein Boss?
Ist das mein Boss? Ich dachte, das ist nur ein Event. Ich habe einen coolen Speer. Ja, ist Teil davon. Okay, wenn ich jetzt nochmal hingehe, ist Kalamit weg. Oder immer noch nicht. Ah. Emotionen kann ich. Ich muss ihn Ich muss ihn abschießen, damit er weggeht. Verdammt. Vermute ich. Das klang so real. Welches Bonfire ist hier unten teleportierbar? Das obere oder das untere? Ja, der Random Bug ist wieder da. Das untere, ja, scheiße. Weil ich könnte mich jetzt rausporten. Der wird mich one-hitten. Ich könnte mich rausporten, den abschießen lassen von Gork. Und dann wiederkommen, wieder zurückporten und dann ihn machen. Aber wenn ich mich nur unten porten kann, dann ja, komme ich nicht hoch. Wegen den Nebelwänden. Und ich bin mir gerade auch gar nicht sicher, wie ich hierhin überhaupt gekommen bin. Durch welche Nebelwand. Wie zum Fick bin ich hier gerade angekommen? Schandstadt, Schandstadt, du hast recht, du hast recht. Ja, vielleicht spuckt er nur einmal Feuer und dann ist er weg. Ich glaube nicht. Ich will ja nur das Item looten. Da war noch ein Item, verdammt. Ja, das andere bekomme ich nicht. Das andere werde ich leider nicht bekommen. Das werde ich lebend nicht holen können. Ne, ich weiß nicht mal, ob ich dahin laufen kann. Oder ob er mich unterwegs umbringen wird. Aber wir snipen ihn jetzt einfach weg.
Das Ding ist, ich komme jetzt auch nach Schandstadt nicht so easy wieder hin. In Schandstadt gibt's ja keinen Bonfire zum Teleportieren unten, ne? Gorgi! Kannst du mal deinen Bogen ein letztes Mal nochmal benutzen? Ich weiß, du bist nicht mehr so drin im Bogenschießen. Bist ja nicht mehr so ein großer Fan. Hast es weggelegt? Hast dir einen neuen Job gesucht? Einmal noch. Ja, Margin, ich hab's gedroppt bekommen in Schandstadt. Lag in so einer dummen, dreckigen Ecke. Junge. So ein krasser Ficker. Yes! Was? Wenn man mit dem Entfachen Bonfire verbessert, dann kann man sich dahin teleportieren? Nee. Alle Bonfire, die dir 10. Nein. Nee, das geht nicht. War denn nicht ein Händler, ja? Hab ich schon abgecheckt, was er hat. Klingt nach Fake News, ja schon. Das kann nicht sein, dass das geht. Never geht das. Never ever. Never ever. Was ist Steindrache? Ach so. Tochter des Chaos. Ja, ich muss laufen. Normalerweise kannst du dich halt... Warte, zum Baum kann ich mich aber... Oben zum Baum geht auch nicht. Ne? Normalerweise kannst du dich ja halt zu hier Tochter des Chaos porten und dann einfach wieder hochlaufen. Aber das sind jetzt überall Nebelwände. Fake. Genau. Boah, doppelter Schaden, ey. Also jetzt bin ich ja wirklich gezwungen, so viel es geht zu looten. Mit der Hoffnung, ich kriege Ringe. Ist das scheiße. Ich hatte so Angst, diesen Ring zu bekommen, ne? Aber dafür sehe ich sick aus. Mit Saurons Auge bei mir. Dass die bei mir wacht. Gott. Das Auge! Genau so. Chat, sollen wir vielleicht einfach aufhören?
Jetzt will ich halt unbedingt wissen, was hinter diesem fucking, was bei diesem Boss jetzt ist, ne? Doch, ich hab Bock, aber irgendwie... Nee, der Ring hält mich nicht auf. Das wird jetzt nur sehr schwer. Aber der Ring hält mich nicht auf. Je mehr Schaden ich bekomme, desto stärker werde ich. Denn aus dem Schaden, den die Gegner an mir verursachen, daraus schöpfe ich neue Kraft und neue Energie. Und wehre sie ab und schicke sie wieder zurück. Wohin genau? Das bin ich. Was denkt sich dieser Kelp, wer er eigentlich ist? Ey, voll geil eigentlich, dass hier so ein Beschwörer ist und gleichzeitig auch so ein Skelett. Als wären die halt wirklich hier so zusammen unterwegs, voll die Verliebten. Ich glaube, du sollst es wirklich ausmachen. Nein. Das war Lore-weiß. Der Nekromant hat ein Skelett mitgenommen. Das war bestimmt irgendwie seine verstorbene Frau. Die er wiederbelebt hat. Und mit ihr die Welt zeigen wollte. Weil sie immer gesagt hatte, ich will die ganze Welt sehen. Er aber keine Zeit hatte, weil er halt seine Nekromantie-Sachen machen musste. Und dann ist sie halt gestorben und dann hat er sich so schlecht gefühlt, dass er sie wiederbelebt hat und jetzt mit ihr auf Reisen geht. Turmschild! Bom! Doppeldamage. Digga, ich treffe in dein Arschloch, wieso? Der hat halt mit seinem Rücken geblockt. So, ich sitze. Okay, dann testen wir mal kurz. Das testen wir kurz, was Majin sagt gleich. Bisschen mehr Leben machen. Hab jetzt ein paar Forum-Reddit-Posts durchgelesen, dass Warpable Bonfire keine Ding ist, nicht wahr. Okay, da muss ich nichts testen. Aber ich habe zwei Menschlichkeiten. Und wir machen den Invade hier direkt. Das gibt ja auch ein Item, ne? Ich habe irgendwie Bestätigung gefunden, keine gefunden. Teleportieren. Hey, hier ist doch jetzt einer mehr, Chat, oder?
Das war doch vorher weniger hier, oder? Wo ist mein Invaid? Habe ich irgendwas in der Story getriggert, dass der Invaid nicht mehr kommt? Mandela-Effekt. Alles ist doch irgendwie Mandela. Am Ende bleibt, Rezo trennt sich nicht von Moore. Bitte. Danke. Ich bin fest gefahren. Scheiße. Scheiße. Bitte helfen Sie mir, ich bin in ziemlich... Okay. Ich lebe. Silberritter. Schnell, hoch. Bevor der Silberritter kommt. Die wilde Mildred will nicht. Ja, irgendwie will die nicht. Ich bin tot. Chat, dieser Ring wird mich brechen. Dieser Ring wird mich so brechen, ne? Kathi muss nochmal rein raiden. Dann kriege ich vielleicht zwei Ringe auf einmal. Ein Ring, um sie zu brechen. Ein Ring, um sie zu knechten. Das macht der Ring mit mir. Doppelter Schaden also. Hey Kudo, hab mir jetzt vor ein paar Tagen die Herr-der-Ringe-Trilogie runtergeladen, um sie mal in so richtig guter Qualität zu sehen. Schon geil. Keks, unser Pirat. Wenn du so auf so Seiten unterwegs bist und dir so geile Scheiße runterlädst, hast du dann im Hintergrund immer so Fluch der Karibik-Musik rum am Laufen? Das muss ich jetzt auch noch überleben, ne? Das muss ich jetzt auch noch überleben. Chat, ich glaube, ich bin für heute durch. Ich bin ein Pirat auf einem Boot. Scheiß Magier One-Hitten mich bei diesem Ring, ne? Diese scheiß Magier One-Hitten mich.
Die one-hitten mich. Wer hat gerade gesagt, dass das untere Bonfire teleportierbar ist? Das war eine dreckige Lüge von dir. Es ist doch das untere. Ich bin den ganzen Weg gerade umsonst gelaufen. Ich hätte es einfach testen sollen. Ich bin den ganzen Weg runter nach Schandstadt, hoch zur Nebelwand, komplett umsonst gelaufen. Ich konnte mich die ganze Zeit hier hinporten. Ich konnte mich die ganze Zeit hier hinporten. Never trust Chat. Trust no one. Ich sollte mir das mir wirklich tätowieren. Schon wieder Majin. Majin, vorhin mit dem Kindeln kann man sich teleportieren. Majin mit dem Fact, dass das untere teleportierbar ist. Majin hat ein anderes Dark Souls gespielt als wir. Oder er ist gerade einfach ein bisschen im Gummimaut. Trollolol. Ich bin müde, Chat. Ich habe heute sehr wenig und sehr scheiße geschlafen, okay? Eine verdammte Scheißfliege hat mich die ganze Nacht nicht schlafen lassen. So. Welcher Bruder ist hier unten jetzt? Niemand? Also heute hast du noch nicht geschlafen. Schnauze. Schwarzer Drache Kalanet. Jetzt kommt einfach Rykard. Ach du Scheiße. Ich dachte, wir sind durch mit dem DLC. Wieso denn schon wieder Manus? Junge, Manus mit doppeltem Schaden. Ich hasse diesen Randall. Der sieht es so garbage. Oh! Wieso läuft Musik? Ich habe ein Stirnband. Ich bin eine Amazonerkriegerin. Ja, One-Hit, ich bin halt... Ich hab halt diesen scheiß... Diesen scheiß Ring. Ist das rassistisch? Ich glaub, Xena ist keine besondere Ethnie. Ist eine weiße Frau mit einem Schwert. Xena? Xenia? Derbe. Innerlich.